Ja, hier ist nun wieder IJMBS mit einem weiteren Eis-Review. Und heute haben wir von Magnum das Double Sun Lover White Chocolate Mango and a Coconut. Ja, das ist auch eine neue Sorte, die momentan auch stark beworben wird. Und da wollen wir natürlich auch schauen, wie die schmeckt. Jetzt versuche ich noch eben hier einmal die Zutaten und Nährwertangaben etwas einzufangen. Kokosnuss-Eis, verstrudelt mit Mango und Passionsfrucht-Eis, mit Mango, Passionsfruchtsoße, weißer Schokolade und Kokosnussflocken. Ist das eine Bezeichnung? Also es ist ja schon eine Menge, was da zusammenkommt, ne? Da bin ich natürlich mal gespannt, wie das schmecken wird. Ich erwarte viel. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Das ist nicht ganz so leicht immer auf diesen Eispackungen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so einigermaßen möglich war, das zu erkennen. So, jetzt klappen wir das hier noch um und schauen uns das hier noch an. So, das ist gut. Und jetzt machen wir das Ganze auf und schauen mal rein. Ja, das sieht hier natürlich auch schon wieder richtig edel aus mit dieser goldenen Folie hier, der Innenfolie. So, und da haben wir das Eis. Also, es sieht schon mal richtig gut aus. Wow, das sieht richtig, richtig gut aus. Das sieht man auch schön, diese Kokosflocken. Wahnsinn. Ja, dann probiere ich mal einen Moment. Oh, wow. Das ist ja echt der Wahnsinn. Sehen wir dieses verstrudelte Eis. Da ist so eine Soße, da schmeckt man wirklich auch die Passionsfrucht raus. Es wundert mich nur etwas, dass hier die Passionsfrucht gar nicht erwähnt wird. Hätte man ja auch noch erwähnen können, weil ich finde, man schmeckt es schon deutlich raus. Aber es harmoniert sehr gut, das Eis und diese Kokosschokolade und diese Soße, das harmoniert wirklich sehr gut. Das ist nicht extrem süß, sondern das hat so eine fruchtige, erfrischende Note. Also gefällt mir sehr gut. Und passt auch richtig gut zusammen. Die Schokolade, die knackige Schokolade, die Soße, die Kokosstücke. Ein bisschen leicht säuerlich auch. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ihr Mango mögt und so fruchtige Aromen, kann ich euch das nur empfehlen. Uneingeschränkt empfehlen. Und wenn ihr das schon mal probiert habt, lasst mich gerne wissen, wie es euch geschmeckt hat. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Joyeux Noël! Oh, ja, von mir aus auch das! Ah, alles klar, au revoir! Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne! Antenne!